unsere 16. Kompositionswidmung aus zeitgenössische geistige Musik. Es gab insgesamt 68 Einsendungen aus Europa und aus Asien, also ein ganz breites Feld mit vielen sehr guten Arbeiten. Aber die Gratulation geht natürlich an den Gewinner unseres Wettbewerbs, Herr Dr. Alexander Lederer aus Hof im schönen österreichischen Kärnten. Und lieber Herr Lederer, ich denke auch, dass ich vor allem hier im Heiligkreuzmünster spreche, wenn ich Ihnen danke für die beeindruckende und kreative Vertonung des Gedichtes von Edward Cummings. Es war wirklich atemberaubend. Mein Name ist Alexander Lederer, geboren 1991, freischaffender Komponist, Chorpädagoge und Musikwissenschaftler aus Österreich, lebend in Gurk in Kärnten. Ich komme ursprünglich aus dem Metier der Chormusik, singe auch selbst im Stadttheater Klagenfurt im Extrachor und leite immer wieder verschiedene Ensembles und bin persönlich auch kompositorisch der Chormusik sehr verbunden. Ich darf heute in dieser wunderbaren mittelalterlichen Stadt Schwäbisch Gmünd sein, die mich sehr beeindruckt hat von der ersten Sekunde an. Und ich bin Preisträger des 16. Internationalen Kompositionswettbewerbs für zeitgenössische geistliche Musik. Ich habe mit der Vertonung eines Stückes von Edward Cummings gewonnen, in dem es um den Atem Gottes geht. Und ich selbst habe das Wort wörtlich genommen und den Atem Gottes als wichtigsten Klangbaustein in dieses Stück verpackt. Die herkömmliche Chormusik versucht, den Atem als wichtigste Grundlage des Instruments zu verbergen, zu verschleiern. Und dieses Stück setzt auf verschiedene Atemklänge, die in einem vierstimmigen Kanon miteinander verwoben werden. Der Text selbst wird in Form eines gregorianischen Improvisierens dargebracht und schlägt somit auch die Brücke zur alten Kirchenmusik, neue Klänge verbunden mit alten, diesem Raum entsprechenden, bekannten, traditionellen Klängen. Das Stück besteht aus 6 verschiedenen Klangqualitäten, die in unterschiedlicher Weise miteinander kombiniert werden. Die erste Hälfte des Stückes liegt der Impuls des Hörbaren auf dem Einatmen und im zweiten Stück gibt es einen langsamen Übergang auf das Ausatmen und damit wird dieser Atem Gottes, der dem Universum und unserer Welt das Leben einhaucht, der einhaucht und wieder vergeht, symbolisiert durch den Klang des Chores. Oh.
aufgeführt wird das Stück heute im Rahmen des ökumenischen Eröffnungsgottesdienstes des Festivals Europäische Kirchenmusik hier im wunderschönen Schwäbisch Gmünd. Aufführende sind die Rottenburger Domsingknaben unter der Führung von Domkantor Robert Kopf. Und ich selbst bin auf die Ausschreibung dadurch gekommen, indem ich mich immer wieder mit geistlicher und sakraler Musik beschäftige und speziell natürlich auch mit der Chormusik. Und da bin ich durch Zufall eigentlich auf diese Ausschreibung gestoßen. Ich freue mich, dass ich heute mit dem Atem Gottes das Heidekreuz Münster in Schwäbisch Gmünd erklingen lassen darf, gemeinsam mit den Knaben des Chores. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken bei Schwäbisch Gmünd, bei der Festivalführung, bei allen Beteiligten. Ich habe mich von der ersten Sekunde an unglaublich wohlgefühlt hier. Es ist ein tolles Erlebnis, dieses unglaubliche Festival mitzuerleben und kennenlernen zu dürfen, ein Teil davon sein zu dürfen und eine Klangwelt mitgestalten zu dürfen und geschätzt zu werden für den Atem Gottes durch die Festivalführung.